In diesem Video zeige ich euch den Shower Candy Modell XYJ01. Duschzubehör, beziehungsweise wird es für die Dusche bei uns zum Einsatz kommen. Und zwar ist das für das ganze Zubehör, was man in der Dusche benötigt. In einer schönen Farbe, schönen Farbdarstellung. Es ist so ein Schwarz-Anthrazit. Es ist kein komplett dunkles Schwarz, eher Anthrazitfarben. Es ist sehr, sehr stabil. Macht einen echt positiven Eindruck. Sieht man jetzt natürlich bei dem Untergrund ein bisschen schlecht. Ich packe es alle mal aus. Das sind zwei gleiche Körbe hier. Dann haben wir hier noch einmal so einen Halter hier. Und was für die Seife oder was zum Aufhängen mit dran. Wir können das anders auch so machen, wir können das auf den Karton auch draufstellen, dann sieht man es vom Kontrast ein bisschen besser. Also wir haben hier einmal diesen Tiefenhalter, einmal diesen Seifenhalter und dann einmal diese, oder zweimal diese Körbe hier. Ich stelle es jetzt einfach mal so hin, ist jetzt nicht anders zu bewerkstelligen gerade hier. So, und das Ganze wird befestigt mit diesem Befestigungsmaterial, das ist klebend, das heißt, man muss nicht selber Löcher bohren. Das ist relativ praktisch, weil man damit keine Fliesen beschädigt und es jederzeit wieder rückstandsfrei ablösbar ist. Gerade bei Mietwohnungen natürlich toll, wenn man die Fliesen nicht anbohren möchte, um dann sie beim Auszug wieder zu entfernen. Mit Löchern gibt es oft Probleme. Kann man einfach abziehen hier und dann einfach an die Fliesen draufkleben. Ich habe mir das an der Anleitung schon genau angeschaut. Sind hier eben für die verschiedenen Körbe. Hier einmal für die zwei kleinen hier. Das wird dann einfach hier so eingehangen, eingeklinkt und festgezogen. Man sieht es hier, es sind hier Vertiefungen drinnen. Richtig einhängen, das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte es ja erst in die Wand hinkleben. Und ich habe nachgeschaut, man muss das Abziehen an die Wand kleben, den Korb hinhängen und dann 24 Stunden hängen lassen, ohne dass man den Korb belastet. Einfach, dass mit der Kleber sich festigt und fest genug an der Wand dann haftet. Und man muss, wenn man dieses Klebepad hier abgezogen hat, also es geht über diese komplette Breite hier, die Luftblasen nach außen drücken. Das heißt, dass keine Luftblasen hier unter dem Klebepad sich befinden. Wie gesagt, hier für die kleinen und für die großen Körbe das Ganze in einer Nummer größer. Also man klebt diesen kompletten Streifen an die Fliesen. Dabei macht es nichts, wenn man auch zwischendrin eine Fuge hat, kann man einfach drüber kleben. Ausrichten sollte man natürlich vorher schauen, irgendwie mit der Wasserwaage, dass es schön gerade ist, damit der Korb auch gerade hängt. Hat den großen Vorteil, man kann diese Körbe hier einfach mit Shampoo und so weiter beladen und hält enorm viel. Also man kann bis zu 40 Pfund, also knapp 20 Kilo hier auf diese mit belasten, in diesen Korb reinlegen und belasten. Haben sie getestet, habe ich gesehen auf dem Produktvideo mit einer Hantel. Von daher hält es alles stand. Kann man natürlich auch in der Küche verwenden oder im WC oder überall, wo man eine halbwegs glatte Wand hat, wo man diesen Kleber mit anbringen kann. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist nur ein kleines Unboxing-Video. Ich wollte euch nur zeigen, was in der Box mit drinnen ist. Der Shower Candy XYJ01. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Und wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, würde es mich freuen, wenn ihr dieses Produkt über meinen Produktlink unten in der Videobeschreibung kauft und ich bekomme dafür eine kleine Provision und ihr müsst keinen Cent mehr dafür zahlen. Das war's schon gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank.